Und dann müssten wir rein theoretisch jetzt die Automaten zerlegen. Oh Gott. Das wird so schlimm. Ich trenne mich immer so ungern von Dingen. Verwerten. Ja. Zack, weg. Und du auch. Poster hängen ja eigentlich. Ja, hier hängen auch genug Poster rum. Blub. Und schon ist die ganze Wand so nackig. Schande. Aber theoretisch könnten wir hier noch ein paar Leuchtbilder aufhängen. Aber dann müsste auch das Market-Schild weg. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Nö. Dann lassen wir das. Wo stellen wir dich hin? Erstmal woanders hin. Vielleicht hier einfach ran. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Das geht auch ganz gut. Aber du bist ein bisschen breiter als... als der Verkaufsautomat. Das ist ungünstig. Oh, jetzt habe ich aus Versehen wogegen gehauen. Ja, bist du wirklich? Provisorisch, okay. Ganz kurz nur. Aber nicht, dass ihr euch miteinander verbindet auf molekularer Ebene. Das möchte ich nicht. Fußmatte kann auch weg. Verwerten Teppich. Verwerten Teppich. Was möchte ich hier eigentlich bauen? Eigentlich hatten wir ja mal vor ganz, ganz langer Zeit hatten wir hier Red Rocket Kram gekauft gehabt. Red Rocket Hocker und Tresen. Wo ist der Tresen? Hier wäre schon mal eine Bank und hier sind die Hocker. Und da Stühle. Ja, macht ja auch Sinn, aber wo sind die Tresenstückchen? Hier, genau das Ding. Red Rocket Diner Tisch. Ist ein Tisch. Okay, kein Tresen, aber einen Tisch. Den Tresen haben wir auch. Nicht nur den Tisch, sondern auch den Tresen. Aber wo finde ich jetzt den Kram? Die Stühle hatten wir ja schon, aber die Bar habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ah, hier, Bodendekor. Meine Güte, was für eine Geburt, ey. Und zwar eine schwere... War noch mehr hier? Nee. Aber hier ist zumindest schon mal der Tresen. Wir haben den Tresen und wir haben die Hocker. Wird Zeit für eine Bar. Und den Rest finde ich danach. Eine ganz kleine Bar, okay? Es ist ein kleiner Laden. Wir haben hier nicht so super viel Platz zur Verfügung. So rum, oder? So rum, ja, genau. So rum. Dann richtig an die Wand dran. Mit den abgerundeten Stückchen. Dass man da drum sitzen kann. Ist ja quasi nur so ein Tischersatz. Da muss... Eigentlich muss da keiner hinterstehen. Kein Barkeeper. Ja, dahin. Millimeterarbeit. Und jetzt hier die abgerundeten Stückchen. Snappen die ran. Ja! Das ist ja cool. Das ist ja cool. Mal gucken, wie das gleich mit der Bowle Schüssel aussieht. Einmal bitte hier rüber. Geht das? Nein. Dafür steht sie zu nah dran. Nein! Oh, ich weiß nicht. Ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht ein Stückchen weiter weg einfach und dann mittig platzieren. Geht nie wieder weg. Nie wieder. Doch, geht weg. Alles cool. Wir müssen erst das Mittelstück befreien. Na gut, dann eben ein halbes Quadrat von der Wand weg. Zack, zack, zack. Naja. Wir müssen uns erstmal hier probieren, ne, ob das hier überhaupt so funktioniert. Aber wir können jetzt zumindest schon mal so halb die Bowle-Schüssel hier drapieren. Eins nach dem anderen. Zack. Und die Bierkrüge, bitte. Nehmen wir erst das Pferdchen. Jawohl. Und den... blauen hier. Nein, den. Nur den. Gut, dann nehme ich das Bierfass. Das stellen wir daneben. Aber jetzt. Jetzt kriegen wir dich doch, oder? Nee, kriegen wir nicht mehr runter. Die sind miteinander jetzt verwachsen. Das hatte ich schon öfters. Nein, nein, nein. Na gut, dann verwerten. Tisch. Jupp. Und weg damit. Baue ich nochmal. Das wird schon, ne? Keine Panik. Vielleicht Gorki? Ja, genau. Nee, doch nicht. Gorki? Den Teppich? Hier mit dem Tresen verbinden?
Ich stell dich mal ganz kurz weg. Nicht persönlich, nee, wir holen dich wieder zurück. Da drunter? Aha, wir können nur so rumgehen. Wenn wir wollen. Nimm mal alles mit. Macht er jetzt gar nicht mehr. Na, das was wird. Vielleicht erstmal hier. Na. Links, rechts. Und dann den Teppich an die Wand. So weit wie es geht. Es muss sich nach vorne entwickeln. Alles andere ist mir egal. Der Rest kommt dann schon. Aber was ist mit der Flasche? Die Flasche muss ja auch hier bleiben. Geh mal bitte ganz kurz hier hin. Ja, meinetwegen auch daran. Vielleicht die jetzt hier noch so an die Wand, so als Blickfänger. Corki. Ja. Corki kann ja... Nee, Corki muss jetzt ein Stückchen rüberkommen. Nee, die... Ah, Schande. Schande, Schande, Schande. Das ist die Mitte des Ladens, ne? Das Mittelsegment. Also muss das Market-Schild auch jetzt wirklich total mittig sein. Ansonsten wirkt das nicht. Und Corki, soweit es geht, mittig davor. Und davor die Quantumflasche fürs schöne Leuchten. Und jetzt quasi mit der Quantumflasche als Mittelstück. Schande, jetzt sieht man das Market-Schild nicht mehr. Noch höher vielleicht. Wäre ganz cool, wenn wir das hinter die Eiszapfen bekommen könnten. Aber das geht nicht. Das ist sehr, sehr schade. Sehr schade. Wir müssen uns da noch was einfallen lassen. Und wenn wir jetzt hier vielleicht die Tresenstückchen rechts und links von der Quantumflasche... Nee. Das geht nicht. So jedenfalls nicht. Ich wusste es, ich hätte es niemals anfangen dürfen, aber jetzt sind wir mittendrin. Zwei so eine Segmente vielleicht, rechts und links. Na, kriegen wir das noch hin? Der Tresen muss ein bisschen nach da. Ein ganz kleines Stückchen. Lup, na, hier so hin. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und jetzt klippe die Clip, Clip. Macht er nicht. Ist kaputt. Ist kaputt. Liegt wahrscheinlich am Teppich. Oh, come on. Echt jetzt? Ich würde euch gern beide jetzt bewegen. Sonst glitscht ihr doch auch ständig zusammen. Event begonnen. Verbrannte Erde. Nicht jetzt. Wir haben zu tun. Wir haben wirklich viel zu tun. Eins nach dem anderen. Come on. Es liegt tatsächlich am Teppich, dass ich die Bar da gerade eben nicht platzieren konnte. Gut, dann eben noch weiter hier in die Ecke, so weit wie möglich. Wir wollen ja, wie gesagt, Platz sparen. Genau, die Bowlerschüssel darf auch nicht zu nah an die Wand. Aber so geht's, ne? Und dich jetzt hier auch einigermaßen hin. Ja, das geht auch, klasse. Und boom, schon haben wir eine platzsparende Bar. Vielleicht noch ein Mittelstück mehr? Na gut, ihr habt mich überzeugt. Ein Mittelstück länger. Ansonsten wird es ja lächerlich. Lächerlich kurz, hä? Zack, ja. Das ist eine kleine Mini-Bar. Und das Bierchenfass in die linke Ecke. Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Ja, wir kommen da rein. Loppdiwop. Aber noch ein paar Krüge mehr. Definitiv. Wie weit können wir jetzt Corki mittig platzieren? Kommen wir noch weiter links in die Ecke, vielleicht. Wenn nicht, dann lassen wir es asymmetrisch. Oder wir hauen wieder Corki hier in die Mitte. Oder einfach ein Stückchen weiter weg von der Wand. Könnte man natürlich auch machen. Ich glaube, viel näher kamen wir sowieso nicht, ne? Bist du so halbwegs mittig? Naja, fast. Ich sollte wirklich einen Garten anlegen. Das solltest du wirklich tun. Jetzt sofort. Schippe findest du im Schuppen.
Wir brauchen Bodendekor. Krüge. Ohne Ende Krüge. Und die Krüge sind irgendwo hier. Da sind sie doch. Aber nur die schönen, ne? Nur die richtig schicken. Den Roboter. Den Roboterkrug. Und die wollen wir natürlich auch hier so ein bisschen. Was? Ausgewählter Gegenstand schwebt. Dann stellen doch irgendwo hin. Den kann ich gerade nicht abstellen. Was? Warum denn nicht? Das ist aber mysteriös, ne? Gut, dann nehmen wir stattdessen den Delfin. Der ist nämlich auch total cool. Vielleicht so ein bisschen aufgeräumter als der Rest hier im Laden. Ein bisschen symmetrischer oder zumindest halbwegs parallel. Na, da war gerade ein Greenspot. Wo ist der Greenspot? Come on. Na, jetzt. Das gefällt mir. Und den Grognak-Krug. Aber nicht alle, ne? Wir wollen es nicht übertreiben. Flop, 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 flop. Aber jetzt wird nie einer aus der Bowle-Schüssel was nehmen. Ist aber auch nicht so wild. Ne, den Roboter-Krug. Kalter Stahl-Bier-Krug ist gerade nicht platzierbar. Oder vielleicht doch alle so als Sammlung, als Pseudosammlung. Muss da noch irgendwas rauf? Ich glaube nicht, ne? Dann die Kuh. Zack. Pferd haben wir schon. Roboter geht nicht. Delfin haben wir schon. Und Grognak haben wir auch schon. Mehr Krüge habe ich nicht. Finde ich auch sehr schade. Können wir nicht mehr bauen. Schade. Keine Süßigkeitenschale. Ebenfalls nicht. Gut, dann stellen wir da ein paar Stühle hin, ein paar Hocker. Wo waren die Red Rocket Hocker? Irgendwo hier. Da sind sie. Mit Lehne oder ohne? Ich finde mit Lehne irgendwie stylischer, wobei ich persönlich in echt ohne Lehne bevorzugen würde. Da ist man dann gezwungen, aufrecht zu sitzen. Hat seine Vorteile. Wir können vielleicht jeweils einen nehmen. Nein, die sollen schon. Die sollen schon halbwegs zueinander passen. Aber ich stelle sie auch so leicht angeschrägt hin. Blub. Und. Oder vielleicht doch ein ohne. Wie sieht das aus? Na gut. Ausnahmsweise. Blub. Mhm. Markt. Market. Markt. Wie kam ich denn auf Markt? Das da drüber lassen? Weil dahinter kommt es überhaupt nicht mehr zur Geltung. Oder vielleicht noch ein Stückchen höher. Da müsste aber hier noch irgendwas hin. Ein Flatscreen mit Sportübertragungen. Das ist eine Sportbar. Könnte man machen, ne? Mir gefällt hier gerade unser Wackelkopfständer immer mehr. Kriegen wir den nicht wirklich noch einen kleinen Millimeter hier so rein, nach hinten? Kann man wirklich, ja, kann man wirklich so lassen? Ne? Mehr geht nicht, ne? Hab schon Schlimmeres gesehen. Hallo, mein Freund! Alles klar? Wir räumen hier gerade ein bisschen auf. Nicht wundern, ich bin der Master Chief. Der Sportbar Master Chief. Ja, da muss auf jeden Fall was hin. Sonst sieht das zu nackig aus. Da an der Wand. Lampe bleibt an. Hinter der Lampe könnte man auch noch so ein bisschen Peripherkram verteilen. Und dann vielleicht noch so eine schöne Sitznische. Mit der Bank hier. Vielleicht einseitig, ne? Theoretisch auch nur dekorativ, weil funktionell wird doch sowieso keiner benutzen. Na, zack. Hier im Eck. Und davor dann noch den Tisch. Sofern wir dann noch die Laborbank benutzen können. Wir könnten ja auch Corky und die Flasche trennen. Dann ist es... Oh, stopp. Keine Panik. Nicht, dass wir hier irgendwas zerstören. Das will ich nicht. Es ist schon alles kaputt. Wie könnt ihr denn bitte hier vereint sein jetzt?
Bist du alleine? Ja, du bist alleine. Genau. Corki kommt wieder hier vorne hin. Mittig. So schick. Corki und du kommst an die Wand. Unsere Signature-Lampe. So weit wie möglich. Platz sparen. Das wäre die Mitte, ne? Hier, die beiden Bodenfliesen, genau das ist die Mitte. Aber wirklich, Millimeterarbeit. Ja, ich finde, jetzt kommt auch ihre Leuchtkraft besser zur Geltung, wenn die Wand hinter ihr das türkise Licht reflektiert. Quantum, Quantum. Weil es Spaß macht und schmeckt. Und jetzt die Bank da an die Wand. So weit wie möglich ran an die Lampe. Oh, das geht aber ordentlich, ne? Zack. Und das ist in Ordnung. Nee, das sieht aber nicht aus. Das sieht glitchy aus. Schon besser. Aber auch nicht zu viel Gedränge jetzt hier. Aber es wird langsam, es wird langsam. Ich hab's im Gefühl, die Matten vielleicht weg und Corki ganz nach vorne. Ja. Gute Idee. Teppich weg. Teppich weg und Corki ganz nach vorne. Aber nicht über diese Kante hinaus. So als Begrüßung. Doch, das geht. Das geht voll in Ordnung. Oh, wie viel Platz wir jetzt hier drin haben. Das ist schön. Und wir haben sehr viel Baubudget zurückbekommen. Aber wir haben auch Kram gelagert, ne? Oh, so viel Kram. Ja, stimmt. Das ist der Kram, der an den Automaten hängen, ne? Den zerschrote ich jetzt erstmal. Verwerten. Ja. Leertaste. Am besten woanders dabei hingucken. Und weg. Und weg. Klickety-klick-klick. Ich brauche die Materialien. Ich baue am liebsten neue Sachen. Ich mag das Gefühl einfach nicht, dass da irgendwo was hinter mir oder im Keller versteckt in der Kiste liegt. Deswegen zerlege ich immer den Kram zurück in seine Einzelteile, auch wenn es Verlust ist, den wir da machen, in Sachen Ressourcen, aber das gibt mir so eine klare Ordnung. Um mich auch. Oh, sie setzt sich auch schon hin. Ja, gönn dir, meine Gut. Fantastisch, genau so habe ich mir das vorgestellt. Man könnte natürlich auch die Lampe nach links und dann wieder den Wackelkopfständer da in die Mitte hauen. Aber ich muss sagen, so schlimm ist das jetzt gar nicht, dass der hier irgendwie 20 cm hervorguckt. Nö, das ist schon in Ordnung. Das können wir so stehen lassen. Storage. Weiter. Wo ist der Tisch? Der muss doch irgendwo zu finden sein. Tisch. Oh, da ist er ja. Mensch. Also ich frage mich zwar immer noch, warum ich den gerade dreimal nicht gefunden habe, obwohl ich das sehr, sehr langsam durchgegangen bin, aber jetzt ist er da und das ist doch die Hauptsache. Na du Hexe, du? Ah, genau, und ich habe gute Infos für dich, meine gute Hexe. Und zwar haben wir für dich das richtige Halloween-Kleid. Das habt ihr mir nämlich, meine werten Ödländer, in die Kommentare geschrieben. Wir haben das Halloween-Hexenkostüm für die gute Frau Hexe. Dann kann sie ein richtiges Hexenkleid tragen. Aber eins nach dem anderen. Erst der Tisch. Erst kommt der Tisch hier hin. Und zwar mittig. Ah, jetzt würde die Laborbank noch funktionieren. Aber... Wenn ich jetzt noch den zweiten Hocker hier platziere. War doch Bodendekor, ne? Oder doch Sitze? Stühle, Entschuldigung, mein Fehler. Stühle. Ist ein bisschen kompliziert. Ich meine auch, warum ist die Bar Bodendekor? Ich weiß es nicht, aber ich will mich auch nicht beschweren. Ich habe viel zu viel Spaß mit diesem wunderbaren Spiel, als dass ich mich hier beschweren müsste. Na, Millimeterarbeit, Katsching und Bar funktioniert. Naja, sie wird noch funktionieren, aber man muss reinspringen, richtig? Nee, geht gar nicht mehr. Ist alles zu nah dran. Nicht schon wieder.
den einen. Ich muss bald mal wieder den einen Kasten hier, den einen Sitzkasten weglassen. Habe ich eine andere Laborstation? Gibt es da vielleicht eine andere? Eventuell. Ja, gibt es tatsächlich. Ist die schmaler? Ja, vielleicht kriegen wir die dann hier noch in die Ecke rein. Das könnte möglich sein. Doch, wir brauchen ein Kupfer. Ein Kupfer ist unsere Mission. Dich können wir jetzt da nicht zufällig reindrehen, oder? Naja. Naja. Ist jetzt aber ganz schön asymmetrisch, ne? Ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee, wie wir auch ohne das Kupfer hier zurechtkommen könnten.